Ja, was geht? Emir, Streetkoch und Rapper. Heute hab ich eine Spezialität für euch, also shut the fuck up und hört zu, Motherfucker! Deutsche Rapper verwechseln Drive-Bys mit Drive-Ins, deshalb sind sie auch fett und haben Messer dabei. Krank von Fettleibigkeit, deshalb müssen sie auch Hustensaft sippen gegen die Grippe. Beim Reden tun sie verwischen, denn muss man schwitzen, beim Atmen ist das Leben nicht leicht. Bitch, fick auf Keto, French Fries sind zu nice, aber keine Angst. Das sind 32 fetttriefende Bars mit Diät-Cola dabei. Ein Workout für sie ist Bücken für Rücken. Doch gibt es Stress mit Clans, Calisthetics mit Krücken. Schreien ACAB, wenn die Straße sie hypt. Doch wenn kein Geld für Schutzgeld, Polizei, Polizei. Die einzigen Bars, die sie kennen, haben Chicken Wings. Beim Fressfleisch fallen Reste von der Nase, wie bei der Sphinx. Mias, ich bin Meister, wenn's um Beat machen geht. Mit einer Prise von Rap, Hip-Hop, Soufflé. Deutschrapper hat so viel Fake-Beef, dass es kein Bio-Siegel kriegt. Und danach mehr Versöhnungen als Moslems an Bayram. Jeder versucht wie Kapi zu rappen und hat sein Weißes in der Fresse. So wie Ayran, alles für die Einnahmen. Deshalb mach ich weiter Authentic Street Raps. Gefüllt mit den Rhymes, Mann. Ja, wir sind live, Mann. 159ers, Hannover City Kitchen. Geschmack für den Grinder. Deutsche Rapper sind auf meinem Spargel sowieso Solondes. Sagen, dass sie mich lieben wie Bitches auf Moe. Doch ich sag nee, ich bin married to the game. Strictly for Hip-Hop, not out for fame. Sie fragen mich nach nem Rezept für einen guten Song. 5 Minutes Rap, Bitch, 3 Hits von der Bong. Kochen muss man lernen, genauso wie Reim. Rap ist eine Schlachterei und es gibt Leichen. Ja, das Restaurant schließt jetzt, du Hurensohn. Falls du immer noch Hunger hast, Digga, dann würde ich dir eine Diät empfehlen, weil du wahrscheinlich fetter bist als Action Bronson auf Heroin bei einem Drive-In, Digga. Was weiß ich? Was weiß ich?